Ein herzliches Glück auf hier aus Olbernhau. Willkommen zur Lichtmess hier aus unserer Stadt. Wir grüßen Sie an den Fernsehgeräten, an den Smartphones zu Hause. Wir freuen uns, dass Sie dennoch mit uns gemeinsam dieses Licht aus begehen wollen. Seien Sie unser Gast hier im Zentrum von Olbernhau. Genießen Sie ein paar Minuten mit uns gemeinsam hier Lichtmess zu feiern. Nicht nur die Lichter gehen heute aus, auch die Pyramiden werden angehalten, wie etwa die in meiner früheren Heimat Grottendorf. Darüber hat Monika Tietze gedichtet. Zur Lichtmass. Der große Beremett in Dorf hat sich die ganze Zeit gedreht. Mal schien die Sonne, mal hat's geschneit und manchmal war sie zugeweht. Doch itze haben's de Mannle sud, man hört sie reden, horcht näher drauf, der Bargleit sogen, du liebe Zeit, hört das Getriede gar nicht auf. Wir haben doch schies Säu erfüllt und unser Schicht ist längst vorbei. Der Waldmann mahnt, das schwere Holz, ich hulet wohl genug Hanurei. Und auch der Faster zieht de Gusch, sei Flint zielt Kamul auf den Hirsch, da läuft ganz man sieht ihn nicht und im Sist ist sein Gebirsch. Der Schäfer sucht noch seine Schuf, der Wachter möcht am liebsten wack, er fängt keinen Spitzbub, denn er kann ja gar nicht, wie er will, von Flack. Der Schwammegier trägt seinen Schwamm seit Wochen aus dem Wald drum rein, er bringt ne Kamel in de Pfann, nu wann beim Moden drinne sei. Das Weibel sucht, mein Korb ist schwer, gern blieb ich mal eine Weile stehen. Ich frag mich auch, wo komm ich her und wo will ich dir eigentlich hin? Bei dann gedreht, da wird's denn doch ganz dürmlich und drin bitt ich heit. Es ist doch Lichtmass. Haltet näher, der Beremett nu an, ihr Leid. Gönnt uns erst mal ein bisschen Ruhe und kommt die nächste Weihnacht ran, da baut ihr alles wieder auf und schiebt uns Rachtschi sachte an. Wilfried Habermüller aus Dresden bringt unsere Gefühle auf den Punkt, wenn er dichtet. Wegen Wehmut schleicht ins Herz sich Ei, ist nur die Schienezeit vorbei. Man reimt de Mannle wieder wack, ich geh's ins Kistel an sein Flack. Dort warten sie ein ganzes Jahr und trame dann, wie Ski es war. Wenn wieder der Adventszeit roh und Nussknacker und Racher Moor mit Bargmoor, Engel, Lichter, Spinn, der Beremett in Stiebel drin, da wird's wieder traulich Ski
Doch itze müssen sie feigi. Verpackt geht's auf den Buden auf. Das ist der Gareszeitenlauf. Und ich verabschiede mich mit Karl-Hans Bäumers Gedicht »Einmal ist alles vorüber«. Einmal ist alles vorüber, was schön war und glücklich gemacht. Advent und Bescherung, die heilige Nacht. Bleiben jedoch soll die Freude, die uns diese Tage gebracht, im Kind in der Krippe zur heiligen Nacht. Bleiben der Wille, die Liebe zu leben, mit der wir bedacht im Wunder der Liebe in heiliger Nacht. Heute ist Lichtmess, früher Feiertag, das Ende der Weihnachtszeit. Wir in unserer Stadt Olbernhau haben uns dieser guten Tradition angeschlossen und lassen die Lichter bis zum Lichtmess, dem 2. Februar. In den Fenstern, wir lassen die Sterne leuchten und auch den Christbaum erstrahlen. Licht ist lebenswichtig, Licht ist Orientierung, Freude. Und deshalb nehmt dieses Licht dieses Jahr mit in eure Herzen, in dieser schwierigen Corona-Zeit. Unser Bundespräsident, Herr Frank-Walter Steinmeier, hat mit Lichtfenster so eine ähnliche Initiative gestartet, dass wir Licht in die Fenster stellen, um Freude, Orientierung zu senden. Für uns im Erzgebirge ist das in der Weihnachtszeit völlig normal. Und deshalb freue ich mich über diesen schönen Brauch bis 2.2. dieses Licht leuchten zu lassen. Bedanke mich bei allen Bürgern, die das auch gleich tun, bei den Kirchen, Gewerbetreibenden. Und somit nehmt dieses Licht als Orientierung und Freude in dieses doch so unsichere, auch schwierige, doch hoffnungsvolle Corona-Jahr mit hinein. Ja, es ist kurz vor 18 Uhr. Und damit endet jetzt an diesem 2. Februar 2021 die Weihnachtszeit. Und wir übergeben jetzt an das Geläut unserer Olbernhauer Stadtkirche und geben das Signal Licht aus. Musik.